Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Schwert und die Rüstungsinsel. Wir haben im letzten Part das Dojo erreicht und die fantastisch flinken Fleckmon kennengelernt, die wir jetzt einfangen müssen. Ich schnack mich eben noch durch die Gegend. Hier geht es zum Kampfplatz. Dieser Ort ist für Schüler des Master Dojos quasi heilig. Zutritt hat nur, wer in der Absicht kommt, dort Kämpfe auszutragen. Okay. Ich lerne mich ja noch ein bisschen ein hier. Die hatten vielleicht einen Zahn drauf. Das sind sicher keine gewöhnlichen Flagmon. Vielleicht waren sie auch einfach neidisch und wollten selbst gerne das Dojo-Set tragen. Ich glaube, das passt einem Flagmon nicht. Aber ich fand auch, die waren für Flagmon erstaunlich schnell. Guck mal, hier sind bestimmt auch die Näpfe der drei fantastisch schnellen Flagmon. Herzchen drauf. Oder müssen Neulinge daraus essen? Ich frage für einen Freund. Selbst die sonst so düsigen Flagmon werden flink und agil, wenn der Meister sie trainiert. Aber hallo. Ich kann mir vorstellen, dass du als Neuling noch ein bisschen nervös bist. Aber mach dir keinen Kopf, wir sind alle total nett zueinander. Okay. Und er ist jetzt am Fernsehen gucken. Was möchtest du tun? Pokémon heulen. Das ist jetzt also quasi unser Pokémon Center. Während wir hier auf dieser Berüstungsinsel sind. Hehe, damit müssten alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Dann muss ich nur noch den Knopf hier drücken. Klick. Was hat er da wieder gebaut? Oh, er ist stehen geblieben. Ihm scheint es an Strom zu fehlen. Da müssen wohl ein paar Watt her. Ich kann dir da gerne helfen. Adam Cohn, der Junge. Und? Hat sich mein EP-Pin bisher schon als nützlich erwiesen? Eine aus Trödel zusammengebaute Maschine, die wie ein Pokémon aussieht. Nachher müssen wir bestimmt gegen es kämpfen. Hat mein Roboter dein Interesse geweckt? Ja. Das ist also das nötige technische Verständnis, um meine Erfindung schätzen zu können. Kein Wunder, sie ist mir mit ziemlicher Sicherheit der größte Durchbruch des Jahrhunderts. Ich nenne sie den Urgelmator. Der Urgelmator wird unsere Vorstellung des Recyclens revolutionieren. Es gibt da nur ein Problem. Ihm ist leider der Strom ausgegangen. Ich bräuchte einfach nur genügend Watt, um ihn in Betrieb nehmen zu können. Aber Mom will mir von ihren Watt partout nichts abgeben. Ja, ich würde dir was geben. 500 Watt ist alles, was ich brauche. Dann könnte ich den Urgelmator sofort in Betrieb nehmen. Ja komm, hier kannst du haben. Was? Du willst mir wirklich 500 Watt abgeben? Ja klar. Um 500 Watt zu sammeln, müsste ich normalerweise ziemlich viel Zeit draußen verbringen. Aber für dich, wie war noch gleich dein Name? Nia? Für dich scheint das ja kein Problem darzustellen, wie? Dann wollen wir deine Watt mal in den Urgelmator einspeisen. Ah, steck mal rein. Volle Energie! Urg? Urgel? Haha, perfekt. Wenn du 4 Items, die du nicht mehr brauchst, in den Urgelmator gibst, erschafft er daraus ein neues Item. Du könntest zum Beispiel mit 4 Exemplaren der Aprikokos versuchen, die an den Bäumen der Rüstungsinsel wachsen. Wer weiß, vielleicht kommt dabei ja ein total seltener Pokéball raus. Und weil du so nett warst, deine Watt in meinen Urgelmator zu investieren, darfst du ihn sogar umsonst benutzen. Okay, Aprikokos. Wollen wir mal reinstopfen da, wa? Bitte wähle eine Option aus. Synthetisieren. Bitte wähle die Items aus, die du für die Synthese verwenden möchtest. So. Wo sind denn die Aprikokos? Ich habe wahrscheinlich keine. Nehmen wir mal Wikibeeren oder irgendwas, wo ich viel von habe. Hier. 1, 2, 3, 4. Ja, einfach mal gucken, was da jetzt passiert. Bevor die Synthese beginnen kann, muss der Spielstand gespeichert werden. Ach Gott. Damit man das nicht immer wieder ausprobiert, weißt du? Synthese abgeschlossen. Ein Eisbrocken. Ein Item zum Tragen. Verlängert die Dauer von Hagelsturm, wenn die Träger diese Attacke... Okay. Also da kann man bestimmt nachher, wenn man... Da gibt es doch bestimmt schon Listen im Internet, was du wie, wo, wie zusammeneiern musst. Und dann... Weißt du... Hey du, steh mir... Schieß mir voll im Bild. Ist dein Vater Glaser oder wie? Okay, ich finde ihn... Er ist eine coole Socke, ja? Er zwingt uns, hart zu trainieren, ja? Sitzt aber selbst auf der Couch, puttert sich die Chips und die Donuts rein und zockt offensichtlich Pokémon.
auf seiner Switch. Für die erste Prüfung musst du den fantastisch flinken Flagmon hinterherjagen. Vergiss nicht, ihn bei der Gelegenheit auch gleich das Dojo-Set wieder abzunehmen. Man liebt sich. Er ist voll der Zocker. Nach getaner Arbeit hat er es ja auch verdient, da kann er ruhig mal ein bisschen daddeln. Er ist wahrscheinlich auch hart am Coden. Voll die Mega-Nerds. Na dann los. Okay, wir sind bereit. Dann müssen wir mal schauen, wie es jetzt losgeht. Wo müssen wir hin? Da sind die drei. Es geht auf jeden Fall irgendwie in diese Richtung. Alter, sind die schnell. Okay. Na dann, hinterher würde ich sagen. Du hast aber ein cooles Fahrrad. Wenn du willst, kann ich extra für dich ein bisschen, kann ich es extra für dich ein bisschen anpassen. Willst du mit mir? Fahrräder sind meine große Leidenschaft. Wenn es um ihre Wartung geht, bin ich ein wahrer Profi. Soll ich deinem Rad eines meiner selbst kreierten Designs verpassen? Ja klar! Welches Design hättest du denn gern? Glitzerndes Weiß, glitzerndes Schwarz, gleißendes Schwarz. Okay, einen Moment bitte. So, alles fertig. Viel Spaß damit. Ach ja, weil ich sowieso gerade dabei war, an deinem Fahrrad rumzuschrauben, habe ich gleich noch seine Aufladegeschwindigkeit bis aufs Maximum erhöht. Das geht aufs Haus. Dein Rotumrad leuchtet jetzt in gleißendem Schwarz. Wenn ich dir wieder mit einem Design behilflich sein kann, komm vorbei. Ah, okay, jetzt. Ah, da kommt dieser. Ich habe mich schon gewundert, warum die anderen Spieler Fahrräder haben, wo so ein Effekt dran war. Jetzt auch, gibt das natürlich Sinn. Ich gucke mir natürlich wieder um nach den Diktas. Blasensumpf. Oh, oh. Performance bricht ein bisschen ein. So, moin. Ich bin viel zu viel gerannt. Meine Beine fühlen sich wie Wackelpudding an. Hätte ich bloß ein Fahrrad. Damit könnte ich die fantastische Flink vielleicht mal locker einholen. Ja, mal sehen. Oh, hier, neu. Moin. Was ist das? Ein Bisofang. Es regnet. Das ist doch dann jetzt eigentlich der Moment, einen Flammenwurf zu nutzen, weil er dann nicht so stark ist. Dann überlebt das Bisofang es vielleicht. Ja, sehr gut. Au, das ist nicht nett. Ich hänge mal noch ein bisschen hinterher, in der Hoffnung, dass es das nicht komplett vernichtet. Zeit für den Hyperball. Hyperball muss raus. Alter. Ah, knapp, du. Nochmal. Steinschädel. Aua. Das war unerwartet. Oh, lol. Es hat sich selbst platt gemacht. Was für ein Idiot. Oh, kannst du dir ja nicht ausdenken. Ich wollte dich doch fangen. Sei still. Okay. Das ging ein bisschen daneben. Was ist hier los mit meiner Uhr? Hör auf, hier rumzunerven. So. Wir brauchen Heilung. Nee, das sind normale Tränke. Die müssen auch mal aufgebraucht werden. Weg damit. Was weg ist, ist weg, nicht wahr? Schön in 20 KP schritten, das macht Spaß. Man muss sagen, meine Evoli sind leider nicht sehr stabil. Da müsste man eigentlich noch mal ein bisschen trainieren, wenn man ehrlich ist, und ein bisschen dran arbeiten. Aber das war mir nicht so wichtig. Die sind halt ein bisschen zart beseitet. Die hauen zwar schon ordentlich raus, aber sie sind auch zart. Nein, dich will ich nicht mehr. Geh weg! Warte, wie gleich Akku wird. Wieder ein Bisofang. Wenn du mich jetzt wieder mit der Kopfnuss platt machst, dann werde ich wütend. Oh man, Flammensturm, komm. Ich sehe da einen gewissen gleichen Ablauf. Flammenwurf. So, das sollte davon nicht sterben. Hm, wunderbar.
Au, 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 au! Oh, kann doch nicht wahr sein! Okay. Es hat sich leider erneut umgebracht. Das sind sehr interessante Pokémon, die sich einfach selbst platt machen. Okay. Da ist eins. Oh, die Kamera macht mich fertig. There we go, das ist das erste. Sag mal, war eigentlich mal Psycho oder wäre Gift gut? Ich weiß halt nicht, ob das immer noch Gift ist. Sag mal, setz Heilwoge ein, okay. Das ist sehr nett von ihm. Warum macht es das? Biss. Okay. Flecknon wurde besiegt. Das wäre das erste. Sollten wir die denn besiegen oder sollten wir die einfangen? Ich bin jetzt gar nicht so sicher. Fleck! Du nimmst Sephoras Dojo-Jacke an dich. Zwei fantastische Fleckmon fehlen dir noch. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich fahre jetzt bewusst nicht mit dem Rad, weil ich mich ein bisschen umsehen möchte. Was ist er denn für ein Dings? Man übersieht sonst die Pokis so gut. Watt. Dann können wir hier nochmal wieder schütteln. Ja, sicher. Immer shaken. Shake the Baum. Ja, shake nochmal. You wanna dance. Einmal geht's noch. Jetzt ist gut. Wir wollen das nicht übertreiben mit dem Schütteln. So, wer bist du? Du wirst nie und nimmer glauben, was für ein grandioses Pokémon ich gesehen habe. Für 100 Watt zeige ich dir meine abgefahrene Entdeckung. Ja, komm, zeig her. Was hat sie diesmal wieder? Ah, ein Sankabu. Naja. Da war das erste besser. Es lohnt sich, jeden Tag aufs Neue loszuziehen. Yeah. Wissen wir, wissen wir. Okay. Oh, guck mal hier. Ein Morlord. Versuch's mal zu fangen. Es regnet. Ist. Ich weiß wieder mal nicht, was das für ein Typ ist. Er ist da noch nicht wirklich weit unten, aber ich versuche trotzdem mal mein Glück. Einfach Hyperbälle drauf spammen, bis es läuft. Weißt du, das ist ja mein Way of Fanging. Klasse, Morlord wurde gefangen. Hatten wir den schon eigentlich? Ich habe gar nicht nachgesehen. Pride erreicht Level 92. Nein, hatten wir noch nicht. Fisch-Pokémon, Wasserboden, 1,4 Meter, 75 Kilo. Es ist sehr unbekümmert und stört sich nicht daran, wenn es während des Schwimmens an Boote oder Felsen stößt. Auch mal nicht schlecht. Nein, 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 nein. Ah, Fuchs war wieder nicht aufmerksam. In meine PC-Box, bitte. Dankeschön. Okay, weiter geht's. Wir müssen die nächsten Fleckmons suchen. Oh, ein Sonderbonbon. Da ist das nächste. Okay, let's go. Oh, oh. Was bist du denn für ein Dingens? There we go. So, dann werde ich dich mit einem Biss davon beißen. Heilwoge, ist nett, dass es mich immer erstmal heilt, so von wegen ab.
bist mir ja nachgelaufen, fair soll's werden. Und dann knölzen wir es mit dem Biss weg. So easy geht's. Flagmon. Erfahrungspunkte gehen rein. Mon? Du nimmst Surprise Dojo Shirt und Dojo Shorts auf. Ein fantastisch flinkes Flagmon fehlt dir noch. Ja, ich gehe gleich mal gucken. Würde das Ganze erstmal aufsammeln hier. Eine Pokepuppe. Alter, ich mach das fertig mit der Kamera. Ich muss mal eben kurz gucken. Optionen. Kann ich das einstellen? Horizontale Kamera. Invertiert. Vertikal ist, glaube ich, in Ordnung. Ja. Mal sehen. Ja, ich glaube, so bin ich zufrieden. Jetzt geht's. Da haben wir die Watt schon wieder drinne. Oh, eine Abwehrfeder. Was bist du denn für ein Ding? Erstmal gucken, was das ist. Ah, okay. Ein Dümmiesel. Habe ich nicht gesehen, weil das so im Gras versteckt war. Ich würde sagen, ich hau mal einen Biss rein und dann gucken wir, ob es das überlebt. Wunderbärchen und dann ein Roller. Schmeißen wir einfach wieder Hyperbälle drauf. Ne? Oh oh. Angriff erhöht sich. Alles erhöht sich. Muss man schnell einfangen, das Vieh, bevor es uns noch gefährlich wird. Dummiesel wurde gefangen. Was haben wir denn da? Schlangen-Pokémon. 1,5 Meter, 14 Kilo. Da es kleine Flügel hat, behaupten manche Wissenschaftler, dass es vor langer Zeit fliegen konnte. Nö, Spitznamen brauchen wir nicht. Und kannst du so in die Box, ne? Wenn damit. Wunderbar. Okay. Weiter geht's. Was war das? Ein Vogel. Die schon wieder, ich will, glaube ich, nicht wissen, was sie Tolles gefunden hat. PP 26 Ausdauer. Hier ist was zum Schütteln. Ja, sicher. Beeren kann man immer gebrauchen. Ja, schütteln wir noch eine Runde. Wir sind mutig, wir schütteln nochmal. Sehr gut, das reicht dann aber auch. Genug geschüttelt. Du sammelst alles auf, was unter dem Baum liegt. Okay. Hallo. Du wirst nie und nimmer glauben, was für ein grandioses Pokémon ich gesehen habe. Ich lese immer anders vor, als es da steht. Zeig mal her, komm. Ich will es jetzt wissen. Oh, ein Miltang. Immer frische Milch. Ich möchte eins haben. Der Milch wegen. Können wir jetzt hier nicht durchlatschen? Nein. Sieht so aus, als könnte man da durchlatschen. Aber ich glaube, mit dem Fahrrad geht das, oder? Ah, guck mal, genau. Das ging. Dann fahren wir mal mit dem Fahrrad darüber. Alter, die Frames. Hin und wieder wird das echt krass. So, geh mal her. Hier zeugt ein bisschen Energie auf. Nee. Hier ist ein Diktar. Ein Diktar. Da. Wir sind immer noch auf der Suche nach den extrem schnellen Flagmons. Okay, ist ja dieser Dino. Ich will den haben. Ach, Mist. Ein Shadrago. Ja, wir hören dich doch. Wir hören dich doch. Lass eben noch gegen das Shadrago kämpfen. So viel Zeit muss noch sein. Ich mach mal mit dem Biss. Ich
weiß nämlich, das müsste ja Drache sein, schätze ich mal. Gegen Drache effektiv ist Drache. Es ist zurückgeschreckt. Nee, nicht mehr kämpfen, einfach Hyperbälle drauf spammen, bis es uns gehört. Das will doch von uns gefangen werden, komm. Soll es einfach zugeben. Okay, vielleicht auch nicht. Es sah so aus, als hätte er direkt Bock. Wutanfall, oh oh. Oh, er wirkt etwas unglücklich, sag ich mal. Komm, hier, nochmal rauf da. Oh oh. Nicht nochmal Wutanfall. Oh oh. Oh, oh. Pride hat es nicht geschafft. Was ist der denn so wütend? Nächstes Pokémon rufen. Habe ich irgendwas? Heißt Konfusstrahl. Greed. Machen wir mal Konfusstrahl. Vielleicht verwirrt ihn das doll genug. Oh, so süß. Verwirre ihn. Hundertprozentig. Oh oh. Okay. Mondball. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, Pokémon zu fangen, die sich durch Mondstein entwickeln. Nee, wir bleiben beim Hyperball. Rauf da jetzt, komm, ich will ihn jetzt haben. Mir egal, wie lange es dauert. Alter, was ist los mit dir? Hau dich mal selber. Ja! Nice! Müssen wir. Reed wartet auf Anweisung. Geht los, kriegst einen Hyperball. Jetzt komm schon, Junge! Hau dich halt selbst so lange, bis du so weit runtergelevelt bist. Das läuft. Dass er einfach nicht gefangen werden möchte. Er ist nicht mehr verwirrt. Oh oh. Au. Er haut aber auch drauf, du. Mach nochmal Konfusstrahl. Es gibt hier jetzt ein bisschen Überlänge, ist egal. Ich will den haben. Er darf sich nur nicht selbst vor Verwirrung kaputt hauen, das ist das Problem. Uh oh. Uh oh. Ah. Komm schon. Jetzt gib endlich auf. Glaub mir. Wir wollen es beide. Ja. Wusste doch, er will es. Haha, süß. Doink, doink. So. Greed hat Level 83 erreicht. Und wir haben es gefangen. Höhlen-Pokémon Drache. 1,6 Meter, 139 Kilo. Shardragon lebt in Grotten. Kühlt seinen Körper ab, erstarrt es, weshalb es regelmäßig Sonnenbäder nehmen muss. Spitznamen brauchen wir nicht, aber kann so in die Box. Okay. Moin, ihr Lieben, ihr hörtet den Hahnkrähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.